So. Ja, ich gehe ein bisschen trainieren unten, schon richtig, aber... Aber nur ganz normal jetzt noch mit Gequatsche, ne? Ja, jetzt noch mit Gequatsche, klar. Weil es lohnt sich jetzt nicht für eine halbe Stunde jetzt ein bisschen zu trainieren. Da kann ich auch drei schöne kleine Parts machen und dann ist das auch gut. Ja. Da jetzt die erste Folge dann halbe Stunde ist und dann 10 Minuten Parts, ist eigentlich ganz amüsant immer. Ja. Ich glaube, vielleicht gehe ich auch mal so gleich auf 10 Minuten. Hey, guck mal, Pikachu! Hey! Darfst noch nicht töten. Weiß. Dann brauche ich den Elektro. Guck ich mal gerade. Boah, ich habe den geilsten Vorteil, ich habe Elektro als letztes. Ja? Ja, da kann ich nämlich Magnetor trainieren. Guck mal, Sack. Item! Komm, wir schwächen das Pokémon mal nicht, aber versuchen das so zu fangen. Ich glaube, ich verschwende so ein bisschen die Pokébälle dadurch dann. Ist aber normal. Ich habe damals so viel Pokébälle immer verpfiffen. Aber das klappt. Eigentlich klappt das ja auch. Dass du das so fangen kannst. Ja, klar. Also hier in den ersten Versionen geht das ja immer. Okay. Mit dem Fang. Dann habe ich meine zwei Typen, die ich mitnehme. Yay. Warum holst du denn nicht einen Raupi und einen Hornlino? Hornlino? Ja. Horn-Pokémon. Hast du wenigstens zwei Käfer? Ja, stimmt auch. Gut, Rocco hat nur drei Dinger, ne? Aber dennoch. Zwei. Ja, zwei, genau. Kleinstein und Onyx. Heilen. Ach ja. Ich muss auch. Ah, später tue ich ja noch dann Raupi dann ins Bild mit einfügen. Als laufendes Pokémon. Ja. Ah, jetzt hat momentan Shiggy drin, nur einzelner. Okay. Ja, du kannst doch nicht 10 Milliarden Bilder erstellen für die ganzen einzelnen Pokémon. Doch. Ne, als zweite Position, das, ne. Das mache ich nicht. Okay, Raupi gegen Taubsi. Ja, das verlierst du. Mein Raupi halt gerade fast schon verloren. Ja. Ich tausche das immer schön immer ganz schnell wieder heimlich ein. Tausche halt immer rechtzeitig. Kriegt Shiggy halt immer einen auf den Sack, aber ist egal. Komm, nimm mir Glumanda. Vor allem Taubsi ist Level 11, Glumanda ist Level 10. Schaffst du das? Von deinem Pokémon aus? Ja. Okay, warum das denn? Wieso das denn? Warum ist denn dein Taubsi höher als dein Haupt-Pokémon? Aber ich gerade mit Taubsi gekämpft habe, deswegen. Ja, ich schicke mal das Schlechte vor, lasse ich kurz vor knapp, wenn es verliert, tausche ich es aus und wenn es gewinnt, gewinnt es die EP und wenn nicht, tausche ich einfach aus, dann teilen sich die EP ja. Ich tausche gleich immer. Achso. Nee. Ich habe das gleich ganz vorne und dann tausche ich immer gleich aus und dann. Also das dauert der Kampf ja noch länger. Der voll gemein gegenüber dem Pokémon. Ja, Pech. Schickst du nur einen Kampf oder darfst du nur zugucken? Ja. Ich mach das aber erst, wenn die ein paar Level höher sind. Dann kämpfe ich die ganze Zeit mit denen. Beim Raupi. Beim Raupi Level höher, Alter. Weiß ich, wie lange das dauert. Deswegen versuche ich auch mal, die fertig zu machen direkt. Oh. Eigentlich nicht lange. Ja, aber da Raupi erstmal ein paar Attacken braucht, die gut sind. Ja. Geht jetzt aber leider noch nicht. Mm-mm. Mit Tackle und Fadenschuss. Ja. Das ist immer das Geilste gewesen. Ja. Genau wie Carpador, Alter. Wie wollen wir Carpador trainieren, wenn man nur Platscher kann? Ja, indem du es immer tauscht. Ja, oder EP-Teiler. Wie teuer war das? 5000 kostet das bei dem Typen? Was denn? Carpador? Ach nee, das weiß ich ja eh nicht mehr, ne? Oder doch? Wo man einen Typen vom Mondberg Carpador kaufen kannst im Pokémon Center. Ja, klar. Irgendwie 5000 Pokédollar oder so kostet das Vieh. Ist klar, ich gebe so viel für den Carpador aus. Ja, habe ich schätzungsweise früher gemacht. Weil ich Langeweile hatte. Wollen wir hingehen? Boah, ich muss mal kurz was saufen. Jo.
Wann wollen wir die erste Folge raushauen? Keine Ahnung, ich muss gerade mal was schreiben. Ach so. Mitten in der Aufnahme? Ja, und juckt mich gerade nicht. Geht ja mal gar nicht. Mein Hand Leo. Fange ich mir das mal noch. Vor allem ist das trotzdem voll heftig. Hast drei verschiedene Pokémon, mit denen du ihn bekämpfen kannst. Zumindest ich jetzt. Na klar. Achso, nee, ich wollte tauschen direkt. Molly, Raupi ist vergiftet. Und gleich tot. Nö. Wäre eh nur das Sonio gerade fangen. Ich habe nur noch einen Pokéball, sehe ich gerade. Scheiße. Aber ich hab's gefangen. Groß, brav. Hässliches Pokémon, ey. Wow, Raupi Level 5. Ich krieg einen Klatschanfall. Dirt. Ich hole mir. Ne, Pokébälle brauche ich ja eh gerade nicht mehr. Hoppy wurde besiegt. Oh. Auch nur was Verrecktes, jemandem Gift. Was ist. Guck mal, Raupi ist doch Gift, ne? Kann ich Raupi später nochmal benutzen? Ja, weil du das ja nicht so machen willst. Ja, guck mal, weil das ist nämlich bei dir jetzt nämlich auch blöd. Du hast einen Hornlio gefangen, ne? Kannst du es nachher nicht benutzen. Ja, dann wäre das halt Pech. Weil da trainierst du jetzt eigentlich schwachsinnigerweise zwei oder ein Pokémon mehr. Und kannst es daran nicht benutzen. Warte mal, Gift hab ich bei Erika. Ja, und bei Erika hab ich noch normal. Dann müsste ich halt ein paar normale Pokémon fangen. Ja. Wäre halt so. Das wäre dann halt so. Vor allem Ratzfatz fängt an anzugreifen, ist klar. Das ist Rexy. Routenschlag, meine Verteidigung sinkt. Naja, jetzt sinkt ja nicht die Effizienz oder so ein Kack. Nimm jetzt die Tiefe. Ja, ist ja keine Verteidigung. Nein, das ist bei Fahnenschuss. Achso. Verteidigung sinkt bei Routenschlag. Ich klopp einfach nur drauf. Da leveln. Ich hab das gestern, wo ich gespielt hab und gegen Rocco gekämpft hab, habe ich einfach so lange mit Taubs und Sandsturm eingesetzt, bis er kaum noch getroffen hat mit Kleinstein. Boah. Der hat so selten noch getroffen, das war heftig. Ich fand's geil. Ja, aber dennoch, kannst du einfach Pokémon nehmen und einfach draufkloppen. Das klappt sogar. Ja, er hätte mehr andere greifen können, aber umso weniger kann er dann dadurch angreifen. Klar. Das ist der Vorteil. Also früher ging das doch schon halbwegs damit. Ja, muss ja auch. Ja. Sonst wird es ja bei... Ging noch nicht so gut wie jetzt, in den neuen Editionen. Ist klar. Ja, in den neuen Editionen musst du es teilweise sogar machen. Musst du nicht nur teilweise, dann musst du es wirklich machen. Weil sonst hast du Arschkarte gezogen. Ach, gehst einfach kloppen. Trainierst die Pokémon und kloppst dann. Items, Gegengift. Klopp sie zu Brei. Hier Glumanda kannst du Gegengift haben. So. Aber ich muss die Attacken mal tauschen, ey. Ja. Ich hab immer noch Tickle als erstes. Na, ich aber auch noch. Bei Glumanda. Ja. Guten Schlag. Wo ich schon Blubber hab. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Ja, ja. Mal eben tauschen. Ui. Pokémon. Ich sehe gerade, ich habe schon wieder 11 Minuten. Status. Yeah. Ach, warte mal, wie konnte man die. Ach, die kann man ja gar nicht hier tauschen, ne? Doch, Select. Select? Kannst du eigentlich während des Kampfes machen. Select drücken und dann tauschen. Bei mir geht das zumindest. Ne, das muss so anders gehen hier. Im Kampf und so normal kannst du Start Options auf das Pokémon rauf. Status, aber ich glaube, da ging das nicht. Du konntest das nur während des Kampfes machen. Okay, probiere ich mal aus. Musst du Select drücken. Sicher. Ja, sicher.
Meine Select-Taste funktioniert. Also sie funktioniert ja. Und ich mache hier wieder einen Cut. Bis gleich. Ciao, ciao. Ja, bei dir funktioniert's ja. Ja, bei mir funktioniert's ja. So. Oh, hol doch um hier. Ne, kann ich nicht. Speichern. Geht nicht. Hast du da was nicht richtig eingestellt? Ich kann keine Controllers einstellen. Sonst hätte ich niemals L1 als OK-Knopf genommen. Der hat das irgendwie randomizer gemacht. Ja, das Problem hatte ich mit den 360-Controller auch, deswegen habe ich den Controller genommen.